uns die wichtigste Frau des MDR, Frau Professor Dr. Carola Wille. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Die Medientage gehen dem Ende zu. Welcher Stellenwert haben die Medientage für Sie? Also die Medientage in Leipzig haben wieder mal bewiesen, dass es gut ist, dass es auch Medientage in Leipzig gibt. Wir sind eine starke Marke in diesen Medienmarktmärkten, weil wir haben ein eigenes Profil gefunden. Wir finden immer ganz wichtige Themen. Die Leute fühlen sich hier fast wie zu Hause. Sie treffen sich hier gern wieder in Leipzig. Insofern aus meiner Sicht gut gelaufen. Die nächste Jahr, haben Sie da schon Pläne, Vorstellungen, wie es nächstes Jahr ablaufen werden, die Medientage? Nun bin ich ja nicht Veranstalter in dem Sinne. Also auf alle Fälle haben wir eine Medienparty wieder. Ich hoffe, wir sind eingeladen. Schlechthin am Abend. Insofern, ja genau, nächstes Jahr wieder Medienparty. Und das Thema, ich denke, die Themen von heute werden die Themen von morgen sein. Noch eine kurze Frage zu den Medientagen. Welche Podiumsdiskussion fanden Sie besonders interessant? Wie es eine Intendantin so geht, die kann natürlich nicht überall sein. Die Intendantin war nicht überall. Ich war ganz am Anfang dabei, und da ging es um das Thema Kinderfilmen. Also welchen Stellenwert der Kinderfilm hat bei den Fernsehveranstaltungen, wie schwierig die Rahmenbedingungen sind. Und das fand ich toll, das fand ich richtig spannend. Und wir haben eine besondere Initiative, der besondere Kinderfilm, gemeinsam dort beschlossen, dass wir diesen besonderen Kinderfilm fördern möchten. Und ich denke, da wird in den nächsten Wochen und Monaten noch was davon zu hören sein. Sie als neue Intendantin des MDRs wollen ja, das ist allgemein bekannt, das Programm jünger gestalten, um auch jüngere Leute anzusprechen. Wie sind da Ihre Strategien zu? Also da gibt es sicherlich nicht nur einen Weg. Es gibt viele Wege. Wir sind ja Gott sei Dank ein Multimedia-Haus. Das heißt, wir haben Hörfunk, Fernsehen online unter einem Dach. Wir werden erstmal die Hörfunkwellen, wo wir an Jugend dran sind, wo wir sie erreichen, die werden wir natürlich weiter stärken und hoffen, dass wir da noch mehr Jugend gewinnen können über gute Angebote, über die Hörfunkwellen. Und tja, Fernsehen werden wir weiter versuchen. Wir experimentieren. Wir haben natürlich einen Spagat zu bewältigen. Wir müssen das Stammpublikum ja, wir wollen es behalten. Wir wollen sozusagen auch für ältere Menschen in der Gesellschaft natürlich gute Angebote machen. Und wir müssen gucken, ob es uns gelingt, auch mit bestimmten Themen, mit bestimmten Formaten, mit bestimmter Ansprechhaltung auch Jüngere anzusprechen. Und Sport auf alle Fälle. Sport im Osten ist immer toll. Da sind die Leute bei uns, da sind sie heute schon, auch die jungen Leute. Und wir müssen halt gucken, wo es geht. Also wir hatten neulich ein Experiment Umschau und Jump. Da hatten wir fast 16% Marktanteil unter 30 in einer Umschau-Sendung. Es war eine Zusammenarbeit zwischen Umschau und Jump, also es funktioniert doch. Und mein großes Thema, diese Digitalkanäle nutzen, um für Jugend zu profilieren. Das, was auf der ARD eben möglich ist. Was wollen Sie dann für Programme gestalten, dass dann auch ich trotz der Schunkelsendungen, die manchmal kommen, trotzdem MDR einschalte? Also wir stellen fest, dass in der Tat im Unterhaltungsbereich stark unser Image geprägt wurde. Und was wir deshalb versuchen, dass wir auch im Unterhaltungsbereich moderner werden, etwas moderner. Also Schunkelsender ist sicherlich immer die Frage, was versteht man darunter. Aber wenn Sie in die Unterhaltungssendung mal wieder reinschauen, dann sind die schon nicht mehr so, wie sie auch mal waren. Also das ist aber auch schwierig, weil auch da will man sozusagen das Stammpublikum nicht völlig verlieren, das geht nicht. Und deswegen aber andere Formate, andere Gesichter, anderes Studio, Dekor, wie man sozusagen im Hintergrund das Ganze sieht. Das ist ein weiter Weg, aber es lohnt sich.